EKG ist an sich ein richtig cooles Thema und es ist halt einfach nur so, dass so ein paar Leute in der Vorklinik davor Angst haben, weil es durchaus sein kann, dass man im Physikum, im mündlichen Physikum, ein EKG irgendwie gezeigt bekommt, dazu was beantworten muss. Es kann auch sein, dass im schriftlichen Physikum so ein EKG abgedruckt ist und ihr irgendwelche Punkte in dem EKG, einfach so, wie ich das vorhin gesagt hatte, bei dem Druck-Volumen-Diagramm, ne, dass da irgendwie so ein Punkt ist und ihr müsst jetzt zu diesem Punkt sagen, was da genau gerade im Herzen passiert. Ne? Ihr müsst keine krassen diagnostischen Sachen wissen, aber es erschreckt nicht. Es kann durchaus möglich sein, dass ihr irgendwie ein EKG gezeigt bekommt und so ein paar ganz basic Sachen dazu beantworten müsst. Deswegen ist es einfach gut zu wissen, wie so ein EKG ungefähr funktioniert. So, also im Prinzip haben wir ja hier oben, haben wir gerade eben schon gesagt, den Sinusknoten, der ein Aktionspotenzial an die Vorhöfe weitergibt. Und hier in dieser Ventrikelebene haben wir diese Faserringe und die sind nicht durchlässig für das Aktionspotenzial. Das heißt, es kann nicht irgendwie von hier, vom Sinusknoten über die Außenwand des Herzens irgendwie ein Aktionspotenzial laufen, sondern das Aktionspotenzial sammelt sich sozusagen beim AV-Knoten und hier gibt es dann das sogenannte His-Bündel. Und das ist halt diese Durchtrittsstelle durch diese Ebene, ja. Und nur da kann beim gesunden Menschen das Aktionspotenzial weitergeleitet werden, vom Vorhof in die Kammern. Was ihr hier auch sehen könnt, wir haben in der Vorhoferregung haben wir die P-Welle und dieser QRS-Komplex zeigt dann hier die Kammererregung und dann gibt es hier noch so eine T-Welle, die die Erregungsrückbildung in der Kammer zeigt. Das ist dieses nachrote Ding, was da jetzt gerade kommt. Wichtig fürs Verständnis sind so ein paar Begriffe. Und zwar zum einen der Begriff Dipol. Was ist ein Dipol? Ein Dipol sind einfach zwei gleich große elektrische Ladungen oder magnetische Pole, aber im Herzen reden wir von elektrischen Ladungen, entgegengesetzter Polarität in geringem Abstand voneinander. Elektrische Feldstärke, das ist ein Vektor, vielleicht erinnert ihr euch noch an Mathe in der Oberstufe. Je länger ein Vektor ist, desto stärker oder größer ist der Betrag. Ja? Also ein Vektor kann die Stärke und Richtung eines elektrischen Feldes angeben. Richtung einfach dadurch, wo er hinzeigt und Stärke durch die Länge. Genau, und den Begriff habe ich vorhin schon erklärt, funktionelles Synzytium. Wir haben ein System aus Zellen, die sind durch Zellmembranen getrennt, aber gehören doch irgendwie zusammen, weil wir diese Löcher in den Membranen haben, die das Zytoplasma zu einem riesigen Pool verbindet sozusagen. Was passiert jetzt bei der Depolarisation? Also, ich habe ja vorhin hinlänglich erklärt, wir haben eine Veränderung im Membranpotenzial, wir haben Kationen, die von der Zelloberfläche in das Zellinnere fließen. Und was passiert jetzt? Wir haben jetzt hier irgendwo im Vorhof ganz viele erregte Zellen, wo wir halt das Innere positiver als das Äußere, also den Extrazellulärraum haben. Und hier daneben liegt so eine Wand an Zellen, die noch nicht erregt sind, wo das Innere, also der IZR negativer ist als der EZR. So, und die bilden so eine, ich sag mal, Front, wie so zwei Mauern nebeneinander. Und das sind ja Spannungen, die sehr nah aneinander unterschiedlich sind. Und das ist halt das, was ich vorhin meinte mit Dipolen. Ja, wir haben hier ganz viele Dipole im Herzen, die nebeneinander liegen. Und diese vielen Dipole kann man durch einen Vektor darstellen. Und wenn wir jetzt natürlich, wir können hier die ganz vielen einzelnen Vektoren darstellen, die zeigen immer von Minus nach Plus. Und weil wir ja von außen messen, also wir stechen ja nicht eine Nadel in die Zelle rein, sondern wir messen ja von außen, indem wir hier so ein paar Kleber draufkleben. Deswegen zeigt der Vektor von erregter Zelle zu nicht erregter Zelle. Ja? Von Minus nach Plus. Und wenn wir jetzt ganz viele kleine Vektoren haben, weil ganz, ganz viele erregte und nicht erregte Zellen nebeneinander liegen und die alle in die gleiche Richtung zeigen, ungefähr, dann kann man daraus einen Summationsvektor errechnen. Also ein Vektor, der alle einzelnen kleinen Vektoren ineinander vereint. Das hatte ich auch schon gesagt, je mehr Zellen erregt sind, desto größer ist der Vektor, einfach weil, wenn ihr ich sag mal, ein Vektor, der die Stärke von einem Dipol zeigt, ist 1 Millimeter. Und dann hast du 10 von diesen Zellen nebeneinander, ja? Dann wäre der, und du würdest jetzt diese 10 Zellen in einen Vektor verbinden, dann wäre der bei 10 Millimetern Länge ungefähr. Ja, also es ist einfach nur eine mathematische Darstellung, aber damit ihr versteht, wie das grundsätzlich funktionieren soll. Okay. Was zeigt jetzt also das EKG? Also das EKG zeigt euch einfach nur diesen Vektor. Nichts anderes.
Der Punkt ist aber, dass man diesen Vektor sich natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen kann, ne? Also man kann ja den Vektor in verschiedenen Ebenen ansehen und dafür haben wir halt diese verschiedenen Ableitungen, die es gibt. Und die Elektroden, die wir aufkleben, die messen einfach nur die Spannung. Was ist noch wichtig? Zeitgleiche Aktionen überlagern sich. Wenn wir jetzt also gleichzeitig einen Vektor haben, also wir haben einen Vektor, der geht 10 cm nach links und wir haben einen Vektor, der geht 6 cm nach rechts. Wie sieht dann der Gesamtvektor aus? 4 nach links, genau. Und so ist das auch im Herzen, ne? Wenn wir zeitgleiche Aktionen haben, die überlagern sich. Das heißt, wir sehen im Endeffekt nur den Summationsvektor immer. Ich habe das so genannt, der größere gewinnt. Also immer der größere Vektor gewinnt immer. Der wird dann im Endeffekt vielleicht nicht ganz so groß sein, wie er vielleicht sein könnte, weil wegen des kleineren Vektors ein bisschen was abgezogen wird oder so. Aber das ist das, was wir sehen. Zum Beispiel haben wir ja gesagt, die Vorhofferregung ist die P-Welle. Der QRS-Komplex ist die Kammererregung. Und die T-Welle ist die Kammerrückbildung, also die Rückbildung der Kammererregung. Ja, weil wir haben ja dann, also wir haben ja am Ende des QRS-Komplexes, haben wir die komplette Kammer erregt. Warum haben wir hier, ich sag mal, irgendwie keinen Vektor? Also das ist ja sozusagen die Nulllinie vom EKG. Warum haben wir hier keinen Vektor aufgezeichnet? Die gesamte Kammer ist erregt. Es gibt keinen Vektor. Also wo soll der Vektor hinzeigen? Wir haben ja alles ist erregt. Es gibt ja nichts, was nicht erregt ist. Ist an sich total logisch. Also alles ist erregt in der Kammer. Es gibt keinen Dipol, weil nichts nicht erregt ist. So, was passiert jetzt? Die Erregung bildet sich zurück. Das heißt, wir haben ja beim Herzen diese Special Geschichte, ich kann das hier nochmal ganz kurz zeigen, dass die Erregung sich ja in die andere Richtung zurückbildet. Das sieht man vielleicht auf der Abbildung nicht so gut. Also wir haben Herz, ne? Und dann breitet sich die Erregung in der Kammer aus und bildet sich so wieder zurück. Und jetzt ist es ja so, dass auf einmal die Zellen, die hier oben, wo meine Fingerspitzen sind, gerade noch erregt waren, nicht mehr erregt sind. Was passiert jetzt? Also wir haben wieder einen Dipol, wir haben wieder einen Vektor, ja? Und dadurch, dass sie nicht mehr erregt sind, zeigt der Vektor in die gleiche Richtung wie vorher, also bei der Erregung. Einfach weil es in die gleiche Richtung und wieder zurückgeht. Ist das logisch? Pass auf nochmal. Du hast die Kammererregung. Du fängst hier unten beim Herz, also bei der Herzspitze, fängst du an. So. Bei der Herzspitze fängst du an. Und hier hast du jetzt erregte Zellen und hier oben hast du noch nicht erregte Zellen. In welche Richtung zeigt der Vektor? Na, von den Erregten zu den Nichterregten, also nach oben. Genau, also zeigt der Vektor nach da. Okay. Das heißt, du hast den Vektor, der nach da zeigt. Du erregst immer mehr Zellen, du erregst immer mehr Zellen, du erregst immer mehr Zellen. Der Vektor wird halt immer kleiner, weil immer weniger Zellen nicht erregt sind, ja? Jetzt ist er null. Jetzt ist er null. Genau. Jetzt bildet sich die Erregung zurück. Das heißt, die Zellen, die du, das ist die Besonderheit, die Zellen, die als letztes erregt waren, sind jetzt auf einmal als erstes nicht mehr erregt. In welche Richtung zeigt der Vektor? Der zeigt Okay. wieder nach da, weil da ja wieder die nicht erregten Zellen sind. Und zwar erst zeigt er nach da, könnt ihr meine Maus sehen? Ja, ne? Erst zeigt er nach da ganz klein, weil nur ganz wenige Zellen nicht erregt sind. Dann zeigt er immer mehr in die Richtung, weil immer mehr Zellen nicht erregt sind. Und dann zeigt er wieder weniger in die Richtung. Warum? Genau, weil mehr Zellen nicht erregt sind, als vorher erregt waren. Das heißt, der Vektor insgesamt wird wieder kleiner. Ja? Und das ist hier diese Erregungsrückbildung in der Kammer, die du hier siehst. So, jetzt Preisfrage. Warum sehe ich die beim Vorhof nicht? Wo wäre denn die Vorhoferregung, wenn ich sie sehen würde? In welchen, sag mal eine Farbe, wo müsste die denn ungefähr sein, die Erregungsrückbildung vom Vorhof? Genau, die müsste während des QRS-Komplexes sein. Warum sehe ich die nicht? Also. Genau, der QRS-Komplex, die Kammer, die hat ja viel mehr Zellen, ja? Das ist ja viel, viel größere Anzahl an Vektoren. Das heißt, die Kammervektoren, die überlagern einfach die Vorhofvektoren. Und du siehst keine Erregungsrückbildung vom Vorhof. Die ist da, die siehst du nur auf dem EKG nicht, weil die vom QRS-Komplex überlagert wird. Wir haben hier, alle Zellen im Herzen sind nicht erregt. Ja? Dann haben wir hier, fängt an, der Sinusknoten gibt ein Aktionspotenzial weiter. Das Ganze vom Sinusknoten geht über die Vorhöfe. Ja? Wie viele Zellen des Vorhofes sind hier erregt und wie viele sind nicht erregt? Ungefähr 1%. Ja, genau, 50-50. Der größte Vektor ist dann, wenn du genau halb erregt und halb nicht erregt hast. Ja? Das heißt, genau 50%, also hier hast du 0% erregt und hier hast du genau 50%, 0% erregt und 100% nicht erregt. Ja? Dann steigt das langsam an, bis du hier genau halbe halbe erregt und nicht erregt hast. Das heißt, du hast die größte Menge an möglichen Dipolen.
die sich nicht gegenseitig irgendwie aufheben, ja. Und dann hast du natürlich hier, jetzt sagen wir vielleicht mal 70% erregt und 30% nicht erregt, dann wird natürlich die Summe an Vektoren kleiner, weil einfach weniger Dipole da sind, sozusagen, ja. Wie viel Prozent ist jetzt hier erregt und nicht erregt? Genau, hier sind einfach alle Zellen erregt. So, was passiert hier in dieser PQ-Strecke? Hier hast du genau diese Überleitung in die Kammer. So, und dann hast du die Kammererregung, das ist ein bisschen kompliziert, das erkläre ich gleich. Und an der Stelle, wie viel Prozent, also an der Stelle, wie viel Prozent der Kammer sind erregt? Null. An der Stelle, wie viel Prozent der Kammer sind erregt? Alle. 100, genau, sehr gut. Und dann hier, das habe ich vorhin schon erklärt, Erregungsrückbildung. Wenn du es in den Zellen misst, ist es genau invertiert, weil du ja dann quasi den Dipol genau in die andere Richtung hast, den Vektor. Aber die würden dann hier summiert nach unten zeigen, das wäre natürlich wieder 0, das hier würde nach oben zeigen, das hier würde nach unten zeigen, das hier würde wieder nach oben zeigen und das auch wieder nach unten. So. Sehr gut. Dann ist jetzt natürlich noch wichtig, wir haben ja nicht nur diese Art von EKG, also das ist jetzt so die bekannteste Art, das ist das, was sich die Leute tätowieren lassen, aber wenn man ein EKG schreibt, hat man ja noch ganz viele andere Ableitungen. Genau, es gibt noch so ein paar wichtige Zahlen, wie gesagt, müsst ihr euch jetzt nicht mitschreiben, ihr kriegt hinterher die Zusammenfassung. Diese Zeiten müsst ihr wissen. Also diese Zeiten, die sind super wichtig, auch fürs Mündliche und fürs Schriftliche. Das müsst ihr auf jeden Fall wissen. Ableitungen. Eindhoven, Goldberger, Wilson. Wir haben einmal Ableitungen in der Frontalebene, ja? Also so quasi, wie das Herz im Körper liegt, von vorne einmal drauf geschaut. Da gibt es die Ableitung nach Eindhoven, nach Goldberger. Und dann gibt es die Ableitung der Horizontalebene. Das heißt, wir schneiden quasi wie beim MRT einmal den Oberkörper durch und gucken uns das Herz in dieser Ebene an. Und die sind nach Wilson. Namen ist gut zu wissen. Wie funktioniert das mit Eindhoven und Goldberger? Also, wir haben eine Elektrode an der rechten Extremität. Manchmal wird die auch auf die Schulter geklebt, aber wichtig ist rechts. Wir haben eine Elektrode an der linken Extremität oder Schulter. Wir haben eine Elektrode irgendwo hier unten links. Und rot, gelb, grün. Und dann gibt es noch so eine vierte Elektrode. Manchmal, gibt es tatsächlich nicht immer. Ist die Erdungselektrode einfach nur, dass die ganze Ableitung ein bisschen schöner aussieht. Aber theoretisch kann man auch nur mit drei Elektroden ableiten. Von rechts nach links, also rechter Arm zu linker Arm, ist Eindhoven 1. Ja? Also die Ableitung, die einmal von rechts nach links geht, oben lang. Eindhoven 1. Dann haben wir hier die Ableitung, die von rechts oben nach links unten geht. Das ist Eindhoven 2. Und dann haben wir hier noch eine, die geht von links oben nach links unten, das ist Eindhoven 3. Das müsst ihr auch wissen. Wie ist es jetzt mit Goldberger? Also, die Goldberger Ableitung, das ist so, dass die Spannung zwischen jeweils einem der Eckpunkte von der Eindhoven Ableitung und zwei anderen Eckpunkten, also die werden zusammengeschaltet. Ne? Angenommen hier, das AVR, zusammengeschaltet werden die zwei und dann zu dem rechten Punkt abgeleitet. Es ist eine sogenannte pseudo-unipolare Ableitung, weil theoretisch sind es ja zwei Pole hier. Aber rechnerisch werden die zu einem zusammengeschaltet, pseudo-unipolar und dann nach rechts abgeleitet. Die Bezeichnungen AVR, AVL, AVF sind richtig einfach. R steht für rechts, L steht für links, F steht für Fuß. AVR zeigt nach rechts. Das heißt, links oben und links unten sind zusammengeschaltet. AVL zeigt nach links, das heißt rechts oben, rechts unten sind zusammengeschaltet. Und AVF zeigt zum Fuß, das heißt die Hände sind zusammengeschaltet. AV heißt Augmented Voltage, also verstärkte Spannung, weil dadurch, dass diese Elektroden so zusammengeschaltet werden, bei dieser Goldberger Ableitung die Spannung einfach ungefähr anderthalb Mal so groß ist wie bei Eindhoven. Das ist noch so eine Sache, die ist wichtig zu wissen. In der Horizontalebene. Ich habe nachher noch so ein Foto, wie das geklebt wird. Da wird ja um den Thorax rum sozusagen werden die Elektronen geklebt. Und das muss man halt auch wissen, welche Teile des Ventrikels werden durch welche Elektrode gezeigt. Das ist das Standard-EKG, einfach mit sechs Ableitungen auf Herzhöhe. Diese vier Dinger, die irgendwie auf den Schultern oder auf den Händen geklebt werden, ne? Das ist Frontalebene. Und diese zusätzlichen Dinger, die einmal so im Kreis geklebt werden oder im Halbkreis, das ist Horizontalebene. Wenn ich von vorne das klebe, die Hinterwand sehe ich ja nicht vom Herzen. Das liegt ja hier hinten. Ne? Da habe ich ja keine Elektroden. Dafür gibt es V7 bis V9. Da kann man dann einmal noch quasi um den Körper drum rumkleben.
Das sieht man manchmal in der Kardiologie, weil das für Hintermanndiagnostik wichtig sein kann. Ist aber nicht beim Routine-EKG. So, dann, ich weiß nicht, habt ihr dieses Ding hier schon mal gesehen? Caprera-Kreis. Hattet ihr schon EKG, Physiologie? Ja, okay, gut. Also Caprera-Kreis. Was interessiert uns jetzt bei diesem ganzen Ding? Was zeigt denn der Lagetyp? Eigentlich ja. Aber es ist so, dass dieser Lagetyp, dieser elektrische Lagetyp vom Herzen nicht identisch mit der anatomischen Herzachse ist, ja? Ist aber ähnlich und wird dadurch beeinflusst. Im Prinzip geht es bei diesem Lagetyp einfach um den Winkelbereich, auf den sich die elektrische Herzachse projiziert, also im Prinzip einfach um den Vektor. In welche Richtung zeigt der Summationsvektor des Herzens? Das Ganze ist im Prinzip total einfach. Ihr habt einen gemeinsamen Mittelpunkt. Alle Richtungsprojektionen werden einmal aufgemalt. Ich versuche es zu erklären, dass es leicht verständlich ist. Wir haben ja gesagt, wir haben einen Tropfen 1, ne? Von rechts nach links. Das heißt, wir haben einmal auf jeden Fall eine Ableitung, die wird irgendwie von hier rechts nach links gehen, ne? Einen Tropfen 1, kann man hier sehen. Dann haben wir einen Tropfen 2. Das heißt, die geht irgendwie hier von rechts oben nach links unten, so. Einen Tropfen 2. Dann hatten wir gesagt, wir haben einen Tropfen 3, die geht irgendwie hier von links oben nach links unten, beziehungsweise halt irgendwo nach unten. Nummer 3. Jetzt ist das Ganze natürlich verschoben. Also normalerweise würde das Eintrophendreieck ja so aussehen. Ne? Hier ist das jetzt, ich sag mal, auf diese Art und Weise zusammengeschoben, weil wir den gemeinsamen Mittelpunkt finden wollen. Der ist wichtig. Ja? Das heißt, man malt diese Ableitung einfach so, dass sie sich alle kreuzen. Dann haben wir ja noch Goldberger. Wir hatten ja gesagt, Goldberger geht irgendwo hier in der Mitte von der Eintrophen 2 einmal nach links. In der Mitte von Eindhoven 3 einmal nach rechts und in der Mitte von Eindhoven 2 einmal nach unten. Und das ist genau das, was wir hier auch haben. Wir haben einmal nach unten AVF. Wir haben einmal nach links AVL. Und wir haben einmal nach rechts AVR. Also ist das eine Kombination aus beiden EKG-Formen, oder? Ja, also nur Frontalebene jetzt. Nur Frontal. Ja. Genau. Eindhoven und Goldberger. Ihr malt einfach alle Ableitungen einmal auf, dass sie sich in der Mitte kreuzen. Und dann macht ihr einen Kreis drumherum. Und das ist der Cabrera-Kreis. Ich nehme jetzt hier mal meine Zeichnung raus. Hier sieht man das jetzt in schön. Wofür ist das wichtig? Wir können jetzt mit Hilfe dieses Kreises den Lagetyp bestimmen, also diese elektrische Herzachse. Und theoretisch macht man das jetzt wie folgt. Theoretisch nimmt man sich jetzt das Herz und schaut halt einfach, wo gehen die Vektoren hin. Also, wir haben hier in der Mitte das Herz und hier haben wir die ganzen Ableitungen draußen rum. Jetzt mal kurz nochmal wegdenken vom Caprera-Kreis. Ich sage gleich, wieso der wichtig ist. Wir malen hier das Herz auf, wir haben die ganzen Ableitungen und dann sehen wir auf dem EKG, was wir ausdrucken, sehen wir Ableitung 1, 2 und 3. So, diese Ableitungen haben einen gewissen Ausschlag. Ja, also wir können hier sehen, zum Beispiel die erste Ableitung hat einen kleineren Ausschlag, die zweite Ableitung hat einen größeren Ausschlag und die dritte hat den allerkleinsten Ausschlag. Bei diesen Ableitungen ist es so, dass wir auf der Ableitung einen Mittelpunkt haben. Was passiert jetzt also? Wie wird das Ganze aufgemalt? Wenn wir einen Vektor haben, also wir haben ja hier im Herzen den Sinusknoten. Und der Sinusknoten schickt jetzt Erregung hier rüber zum linken Vorhof, unter anderem, ne? Nicht nur, aber unter anderem. Dann läuft das ja mehr oder weniger, also nochmal, von wo nach wo geht der Vektor? Immer von Minus nach Plus, genau. Das heißt, dieser Vektor, der läuft ja irgendwie so in die Richtung hier, ne? So ungefähr. Ist jetzt ungefähr die gleiche Länge. Also wir sagen jetzt mal, damit man es besser versteht, wir sagen jetzt mal, der läuft irgendwie 5 cm in diese Richtung. Was wir sehen, ist ja diese Ableitung hier. Und die 5 cm in diese Richtung, also so schräg Richtung dieses Plus, werden auf dieser Ableitung dann halt, ich sag mal, als 4 cm oder so angezeigt, ne? Weil es ja nicht 100% in die Richtung geht, aber schon irgendwie. Im Prinzip gucken wir immer, wie gehen die Vektoren irgendwie in unsere Richtung hier. Was würde jetzt passieren, wenn der Vektor, ich sag mal, in die Richtung geht? Wie würde ich den hier auf der Ableitung 1 sehen? Das ist ja Ableitung 1. Wie würde ich den auf der Ableitung 1 sehen? Genau, in die andere Richtung, aber kürzer, ne? Weil es nur ungefähr in die Richtung geht. So, also ungefähr, ja. Das heißt, das wäre negativ, das wäre positiv. Was ist, wenn der Vektor genau auf die Ableitung zuläuft? Dann sehe ich nichts, genau. Dann würde der quasi so laufen.
Der geht weder nach Plus noch nach Minus. Ich sehe den nicht auf der Ableitung. Diesen Vektor würde ich auf dieser Ableitung aber sehen, ne? Also gucken mal hier und hier. Ja gut, also es sieht jetzt nicht so schön aus, aber der Vektor würde irgendwie in diese Richtung laufen. Ja? Und ich würde den Vektor auch tatsächlich auf dieser Ableitung sehen. Er würde aber halt in diese Richtung laufen. Das heißt, wir hätten auf der Ableitung 1 gar keinen Ausschlag und auf der Ableitung 2 und 3 hätten wir einen negativen Ausschlag. So viel dazu. Wir können also jede Erregung, die irgendwie im Herzen läuft, auf jeder der einzelnen Ableitungen ansehen. Und auf jeder der einzelnen Ableitungen sieht ein Vektor natürlich ein bisschen anders aus. Und ich habe das jetzt hier mal am Beispiel des Summationsvektors gemacht. Ja? Also wir wollen jetzt im Prinzip wissen, wenn wir alle Vektoren im Herzen zusammenrechnen und gucken, okay, wir wissen jetzt, der Vektor, wir drucken das EKG aus und was wir auf dem EKG sehen, sind ja diese Ableitungen hier. Ne? Diese drei Kurven sehen wir auf dem EKG. So, und wir wollen jetzt aber nicht wissen, wo gehen diese einzelnen Vektoren hin. Also wir wissen jetzt nach dem EKG, okay, wir haben hier einen Vektor, wir haben hier einen Vektor, wir haben hier einen Vektor. Das ist das, was wir wissen nach dem EKG. Was wir wissen wollen ist, wo zeigt denn der Summationsvektor aus diesen drei Ableitungen hin? Ja? So, was macht man also? Man nimmt sich den Mittelpunkt, man zeichnet hier diese ganzen Vektoren sozusagen ein und guckt dann vom Mittelpunkt zur Schnittstelle, wo die Vektoren hin zeigen. Das hier ist der Summationsvektor. Das ist dies hier plus das. Geht in die Richtung. Ja? Wir haben so ein bisschen was, das irgendwie in die Richtung geht. Wir haben ganz viel, was in die Richtung geht. Und wir haben so ein bisschen was, was in die Richtung geht. Insgesamt kommen wir auf diesen Vektor hier. Wenn wir das jetzt hier mit den R-Zacken machen, ja, also mit den Zacken aus der Kammererregung, das sind jetzt alles hier R-Zacken, ist das hier die Lagebestimmung, also das hier der Summationsvektor. Und jetzt wollen wir natürlich noch wissen, wir sehen ja jetzt aus dem Ding hier heraus noch nicht, wo das hinzeigt. Also wir wissen jetzt nur, okay, irgendwie so in die Richtung. Jetzt gucken wir uns den Cabrera-Kreis an. Wir haben jetzt gesagt, okay, hier war irgendwie das Herz und unser Vektor, der zeigt irgendwie in die Richtung, ja? Das heißt, wir haben hier einen Indifferenztyp. Theoretisch würde man diese Zeichnung halt auf dem Cabrera-Kreis machen. Und dann könnte man ablesen, okay, hier ist das. Das ist jetzt die komplizierte Variante. Es kann zum Beispiel sowas kann durchaus so eine Aufgabe für den Vortermin im Physikum sein, ja, also in Physiologie, dass ihr halt einfach ein EKG bekommt und ihr müsst jetzt eine Lagebestimmung machen oder so. Das kann durchaus so eine mündliche Aufgabe sein. Dann sehen wir hier, okay, Indifferenztyp. Es kann auch eine Aufgabe im schriftlichen Physikum sein und da kann man das Ganze ein bisschen einfacher machen. Es gibt einen Trick. Wir haben ja vorhin gesagt, wenn der Hauptvektor genau in Richtung der Ableitungsachse geht, dann ist das EKG rein positiv. Ne? Also wenn der Hauptvektor genau nach da geht, dann ist das EKG positiv. Hauptvektor genau entgegengesetzt, EKG negativ, ne? Haben wir hier gesehen. So. Hauptvektor senkrecht, EKG plus minus 0. Viel einfacher ist es, wenn wir uns einfach anschauen, ne? Ableitung 1, 2, 3, wo ist das größte R? Angenommen, wir haben das größte R irgendwo in Ableitung 2. Dann wird der Hauptvektor irgendwo um die Ableitung 2 herum, irgendwo in diese Richtung gehen, ja? So. Jetzt ist für uns natürlich von Interesse, weil Ableitung 2 ist ja genau die Grenze zwischen Indifferenz und Steiltyp. Jetzt wollen wir natürlich wissen, okay, geht der Vektor eher in Richtung Indifferenztyp oder geht der Vektor eher in Richtung Steiltyp? Was machen wir? Wir schauen uns an, senkrecht auf der Ableitung 2 steht AVL. Das hier ist jetzt diese AVL-Ableitung. Jetzt hier gesagt, in der Ableitung 2 ist die R-Zacke am positivsten. Jetzt schauen wir uns an, in der AVL-Ableitung, wie ist dort die R-Zacke? Positiv oder negativ? Angenommen, die R-Zacke ist positiv in AVL. In welche Richtung geht dann der AVL-Vektor? Eigentlich hat man das schon gesagt, geht ja in Richtung der Ableitung. Ne? Wenn es positiv ist, geht er in die Richtung. Das heißt, der Vektor insgesamt wird links von der Ableitung 2 liegen. Ja? Was ist, wenn wir AVL so haben? Dann geht es nach negativ und dann haben wir einen Steiltyp. Ja? Also das ist die einfache Variante. Für der Oberarzt fragt euch in der Formulatur oder da könnt ihr keinen Cabrera-Kreis aufmalen. Ne? Dann guckt ihr einfach, erstens, wo ist das größte R? In dem Fall hatten wir jetzt hier in der zweiten Zacke. Zweitens, was steht senkrecht dazu? AVL.
geht es nach positiv oder geht es nach negativ, und danach wisst ihr dann, okay, ist es links oder rechts. Erstens ist immer Eintopfen, ja, immer 1, 2, 3. Und dann guckst du einfach, was steht senkrecht drauf. Ja? Senkrecht auf der 2 steht AVL. Senkrecht auf der 1 steht AVF und senkrecht auf der 3 steht AVR. Und dann guckst du dir das einfach an und gehst dann halt in die Richtung, die das anzeigt. Jetzt ist, gucken wir uns noch was an. Das jetzt hier Eintopfen 3. Haben wir hier AVR und AVR sieht so aus. Wohin zeigt es? Na, man muss sich ja überlegen, also AV, ich meine, die 3 hat ja jetzt das längste, die größte Erdsacke quasi. Und dazu senkrecht steht, also dazu im 45-Grad-Winkel steht ja AVR und AVR ist ja negativ, also zeigt es ja eigentlich in Richtung minus AVR. Mhm, genau. Also? Und dann rechts, Typ. Genau, genau, richtig. Also bei AVR müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hier ist minus AVR, ne? Nicht plus AVR. Plus AVR ist hier oben, weil es zeigt ja in Richtung rechts. Okay, sehr gut. Das ist, wie gesagt, die einfache Variante. Die kompliziertere oder die Variante für mündlicher Physikumsvortermin oder so wäre dann halt die hier mit genau Aufzeichnen auf Millimeterpapier. Aber hier ist es auch nicht so schwer. Ihr guckt euch einfach an, 1, 2, 3, ihr malt dann, also ihr messt dann einfach aus auf dem EKG, wie groß ist die Erdsacke, also es ist immer die Erdsacke, ne? Wie groß ist die Erdsacke, dann malt ihr das einmal auf, so, so und so, und dann verbindet, und dann, das ist hier halt wichtig, ne? Das ist einfach senkrecht. Und dann hat das hier irgendwie so einen Mittelpunkt, und vom Mittelpunkt zum Mittelpunkt geht dann der Vektor. Das ist an sich kein Hexenwerk, man muss nur einmal verstanden haben, wie es funktioniert. Die anatomische Lage des Herzens beeinflusst durchaus die elektrische Achse, weil wenn das Herz ein bisschen höher liegt, dann liegt natürlich auch die Achse ein bisschen höher. Wann könnte man einen Linkstyp erwarten zum Beispiel? Also jetzt einfach so aus anatomischen Gründen. Genau. Warum bei Adipositas? Weil das Fett vom Bauch das Herz hochdrückt. Eine andere Geschichte, Schwangerschaft. Ja? Da ist auf einmal ein Baby im Bauch, was viel Platz braucht. Das drückt die Organe hoch und dadurch verschiebt sich auch das Herz so ein bisschen. Zwerchfellhochstand. Ne? So, und dann, wenn das Herz einfach von, ich sag mal so, also die Herzachse bleibt ja gleich, aber wenn sich das Herz anatomisch verschiebt, dann schiebt sich die Achse natürlich mit. Die klinische Aussage dahinter ist einfach nur, wenn du einen Patienten hast, der ein Indifferenztyp sein sollte und der vielleicht auch immer ein Indifferenztyp war und auf einmal ist der ein überdrehter Linkstyp, könnte das sein, dass der irgendein Problem hat, also vielleicht irgendwie abgestorbene Zellen oder so, die halt nicht mehr miterregt werden und deswegen den Vektor irgendwie verschieben. Ne? Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Dann wollte ich noch eine wichtige Sache sagen, und zwar habe ich ja vorhin versprochen, dass ich noch mal kurz zum Quercus-Komplex zurückkomme. Warum haben wir denn jetzt hier negativ, positiv, negativ? Was ist das? Das wäre mal hier so Herz, ne? Vorhöfe und Kammern. Wir haben mal hier den Sinusknoten über die Vorhöfe zum AV-Knoten, so, dann Tavara-Schenkel, Purkinje-Fasern. So. Und das hier, was wir uns hier angucken, welche Ableitung wird das sein? Also ich sage es euch jetzt einfach, das ist die Eintopfen-2-Ableitung. Warum sieht jetzt dieser QRS-Komplex so komisch aus mit den drei Zacken? Wir haben hier die Erregung vom Vorhof zum AV-Knoten und dann landet durch das Hissbündel die Erregung ungefähr hier in der Kammer. Ja? Dann haben wir aber noch so ein bisschen Kammer da hinten, die noch nicht erregt wurde. Und in dem Moment, wo die Erregung hier landet, macht die erstmal so eine kleine Schleife hier zurück und erregt quasi den hinteren Teil. Und dann zeigt der Vektor ja in die Richtung. So, und das ist dieser negative Ausschlag. Mhm. Einfach so eine kleine Schleife zurück, wo einfach ein Teil vom Septum erregt wird. Dann geht es hier groß in die Richtung. Das ist dieser positive Ausschlag. Und dann geht hier die Erregung weiter in die Richtung. Und das ist hier dann halt der negative Ausschlag wieder, ne? Landet ja wieder irgendwo hier. Ich versuche es nochmal einzumalen. Also der Vektor, der geht ja jetzt so, ne? Dann geht der so und theoretisch hier noch so ein bisschen Septum, das sieht man jetzt in der Animation nicht so gut. So, dann geht der so und dann geht der so, ja? Das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Vektoren, die wir haben. Das Herz liegt ja nicht so im Körper, ne? Also die Zweierableitung läuft ungefähr so, sagen wir mal, ne? Wenn wir uns das jetzt darauf anschauen, dann haben wir hier
diesen Vektor, den ersten Vektor, der läuft so. Ja? Und das Ganze wird ja gegen die Zeit aufgetragen. Das heißt, so ist der erste Vektor. Ja? Dann haben wir den zweiten Vektor. Hier, der läuft so ein bisschen in diese Richtung. Wieder gegen die Zeit, läuft so. Ja? Dann haben wir den nächsten Vektor, das ist jetzt der hier. Wieder gegen die Zeit, also der läuft halt in die Richtung, ne? Gegen die Zeit aufgetragen, so. Und dann haben wir das, was jetzt kommt, ne? Hier, dass es von unten nach oben läuft, das heißt in die Richtung. Und dann haben wir diesen Vektor hier. So. Und dann kommt jetzt die Repolarisation. Also der Vektor läuft ja in die Richtung, weil die Zellen, die als letztes depolarisiert wurden, als erstes wieder repolarisiert werden, ja? Okay, so. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, also wenn ihr jetzt quasi euren Kopf dreht und euch das anschaut, dann ist das ein EKG von der zweiten Ableitung. P, Q, R, S, T. Letzter Punkt. Rot, Gelb, Grün. Einfach im Ampelprinzip. Ganz oben in der Ampel haben wir Rot, dann haben wir in der Mitte Gelb und unten haben wir Grün. Ja? Ampelprinzip. Rot, Gelb, Grün. Und Schwarz zur Erdung. Und dann wird halt hier, das ist das, was diese Horizontalebene ist, wird halt einfach so quasi ums Herz rumgeklebt. Man muss sich vorstellen, dass das Herz ja ungefähr so hier drin liegt. Ja, ungefähr. Das heißt, mit denen geht man so einmal so ein bisschen halb ums Herz rum. Genau. Und das ist halt auch sowas, das kann auch durchaus mal im Physikum gefragt werden, sowohl schriftlich als auch mündlich, wo klebt man diese Dinger? Rot, Gelb, Grün, Braun, Schwarz, Lila. V1 ist rechts parasternal, also neben dem Sternum im vierten ICR. V2 ist links, direkt parallel. Dann klebt man als erstes V4, das ist hier kein Tippfehler. Da geht man einfach Medioklavikularlinie, so, also ungefähr da, wo bei jungen Menschen, insbesondere Männern, die Mamille ist, in den fünften ICR, also einen ICR tiefer, dann klebt man den dritten einfach zwischen 2 und 4, und dann folgt man dem fünften ICR und klebt auf der vorderen Axillarlinie einfach V5 und auf der mittleren Axillarlinie V6. ICR 4, ICR 5, dazwischen ICR 5, ICR 5. Also man folgt einfach dem fünften Interkostalraum. Ich würde mir einfach die Ampel merken für die frontalen Ableitungen, ne? Rot, Gelb, Grün. Und hier steht immer auch drauf V1, V2, V3, V4, V5, V6. Da muss man sich die Zahlen, die Farben theoretisch gar nicht merken. Ja, das ist der fünfte. Ich habe mich vertippt, sorry. So, zum Ausdruck. Also, ich schreibe euch das mit in die Zusammenfassung. Das müssen wir jetzt an sich nicht durchgehen. Ich glaube, ihr habt für heute genug im Kopf. Es kann durchaus sein, dass ihr irgendwelche Zeiten ausmessen oder mal berechnen müsst oder so. Also EKG ist ein Riesenthema, auch fürs mündliche Physikum. Das ist echt wichtig. Da müsst ihr euch einfach mal so ein EKG in die Hand nehmen und halt gucken. Papiervorschub ist üblicherweise 50 mm pro Sekunde. Das heißt, wir haben 1000 Millisekunden auf 50 mm. Ja? Wenn man das kürzt mit der 0, dann hat man 5 mm sind 100 Millisekunden. Und wenn man das dann durch 5 teilt, 1 Millimeter sind 20 Millisekunden. Das heißt, wenn wir auf diesem EKG-Ausdruck eine PQ-Zeit haben wollen von, hat sich jemand gemerkt? Also wir wollen eine PQ-Zeit von 120 bis 200 Millisekunden haben. Und wir haben gerade gesagt, dass 1 Millimeter 20 Millisekunden sind. Dann wären 100 Millisekunden 5 Millimeter, ja? Und wenn wir dann 6 Millimeter messen, dann wissen wir, okay, die PQ-Zeit hat 120 Millisekunden. Ich schreibe das mit in die Zusammenfassung. Das ist die übliche Kalibrierung. Ihr müsst gucken, es steht unten am EKG immer dran, ob es jetzt die 50 mm pro Sekunde sind. Manchmal sind es auch 25 mm pro Sekunde, wenn man was genauer sehen will. Und dann ist es natürlich 25 mm sind 1000 Millisekunden, dann 2,5 mm sind 100. Darauf müsst ihr so ein bisschen achten. Aber das ist halt wirklich so eine Sache, die im mündlichen Physikum auch gefragt werden kann. Letzte Folie, letzter Punkt. Störquellen für so ein EKG. Manchmal haben wir einen schlechten Hautkontakt von den Elektroden. Wenn die Patienten sich irgendwie bewegen, dann haben wir natürlich Störfaktoren, weil die Muskeln sich ja auch über Vektoren abbilden lassen, ja. Und dann wird das EKG Müll, weil dieser Herzvektor untergeht zwischen dem Brustmuskeln oder was auch immer und die Vektoren, die da mit drin hängen. Schrittmacher, ne? Irgendwelche Implantate, andere elektrische Geräte, ja.
Und eine Sache ist auch total wichtig, klinisch relevant. Das EKG sagt nichts darüber aus, ob das Herz auch tatsächlich kontrahiert. Es gibt eine sogenannte pulslose elektrische Aktivität. Da seht ihr halt eine elektrische Aktivität auf dem EKG, aber das Herz kontrahiert nicht. Da ist dann halt da irgendwie ein Problem. Genau. Okay. Gut. Dann habt ihr noch Fragen?